This ought to be good. 2, 4, 6, 8. Who do we assassinate? Lago, Lago, yeah. Hey, that looks just like him. Thanks, Voodoo Lady. One more thing. Some of the ingredients were not the optimum specimens. It should still work, but it will have a limited range. You will have to get close to Largo. Very close. Okay, cool. Wir haben Voodoo-Nadeln gekriegt und anderen Shit. Gucken wir mal. Die Frage, wie kommen wir nahe mit Ram? Da kommt mir halt mal wieder die Garderobe ins Sinn. Weil wir ja nicht schon 10.000 Mal waren. Aber let's see, wir haben. It's little, mean looking and ugly. Just like Largo. Okay. Sharp. Und wir haben das hier. It's blank and kind of soggy. Okay. Die Frage, wie kommen wir da in Lago? Ich würde gerne die Garderoben-Idee probieren. Der hat das Krokodil immer noch nicht eingefangen. Holy shit. Hey, what are you doing in here? Get out of my room and stay out. Sharp. I think Largo's out of Voodoo range. Okay. Wo könnte ich ihn hinlocken? Das Ding ist halt. Mir fällt gerade das Metronom in der Bar ein. You're supposed to be cooking. I took my break. It's the law. Nice try, but not good enough. You're fired. Okay, cool. No thanks. Too many bad memories of piano lessons. Warum ist dieses Metro? Das Ding ist halt, hier ist ein Metronom und ein Klavier. Vielleicht. Kann ich ihn hier headlocken? Maybe. Vielleicht ist das Metronom auch einfach gar nichts. Who knows? Wo hält er sich denn derzeitig auf? Derzeitig ist er in seiner Kabine und geht nicht raus. Scheint zumindest so. Und hier bin ich out of range. Why can't you leave me alone? I don't want to be that close to him. I can't reach it. Didn't I kick you out of here before? You're invading my privacy. Take that, you stumpy little dim-witted toad. What? Who do you think you are? I'm Guybrush Threepwood. People don't always recognize me. Why I carry this. I'm gonna tear you limb from limb. How are you doing that? Largo the Grand, you are a no-good, vicious, two-bit thug. I command you to give me back my money and leave this island. Ha! I already spent all your money. Oh. Well, I command you to leave this island. Just you try and make... I... No! I... No! That'll teach you to mess with the slayer of the ghost pirate LeChuck. What's that? You killed LeChuck?
As a matter of fact, I did. Quite an interesting story, actually. The fortune teller said she didn't, LeChuck. She did she? Does she have one of these? Is that... Yes, LeChuck's beard. Still alive and wriggling. Let me see that. Boy, it is alive. We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Now we can bring it back to life. Look out, world! The most fearsome pirate of all time will soon sail the seas again! Whoops. Idiot. Fucking idiot. I'm afraid it's true, Guybrush. If they have any animated tissue, they can reanimate his whole body. But I blew his body into a zillion gooey pieces. Not his body, Guybrush. You destroyed his spirit form. His body was safely buried far away. But by now it must be... rotten? Partially decomposed? Yes. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. He's gonna be looking for me. Yes. He's gonna try to kill me. Undoubtedly. Cool. Was kann ich dagegen tun? What can I do? You're already doing all that you can. What's that? Hunting for Big Whoop. Oh, yeah, I was doing that, wasn't I? Big Whoop isn't just a treasure. It contains the secret to another world. Find that world, and you'll be able to escape LeChuck forever. But I know so little about Big Whoop. Take this book. Big Whoop, Unclaimed Bonanza or Myth. And where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your need. Gee, thanks. I used your name when I checked it out, so be sure and return it when you're through reading. The overdue fines in Fat City are pretty steep. Gee, thanks. Okay. Ich weiß, glaube ich, was ich mit dem Buch machen muss, aber ich würde gerne auch... Mr. Threepwood. Okay. Well, that's enough voodoo for me. Bye. So be it. Schade, dass ich die anderen Gesprächsoptionen nicht mehr habe. Aber ich kenne jemanden, der dieses Buch gerne hätte. Ein gewisser jemand, der gerade ein Monokel vermisst. Dann gehen wir doch mal. So, Wutik. Dum, 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 dum. So, das ist der Schreiner, da will ich nicht hin. Ich möchte nach hier. Erstens mal. Ich habe dein Monokel gefunden. Oh, there it is. Thanks. NP. Immer wieder gern. Und... Big Whoop. Unclaimed Bonanza or Myth. This is fascinating. It says here there were four pirates. Rapscallion, the cook. Young Lindy, the cabin boy. Mr. Rogers, the first mate. And Captain... Good heavens! Captain Marley! Wonder if there's any relation. They bury their treasure along with plenty of... Uh-oh. Booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map, which they divided into four pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steamin' Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the Gangrene and Honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. Okay. Möchtest du vielleicht das Buch haben? No thanks. Hi, Wally. Oh, hello, Mr. Brush. Hey, I did it! Largo LeGrand left scab. That's great. I guess I can stop with the bricks through his window now. Mehr nicht. Hi, Wally. Oh, hello, Mr. Brush. Was?
would you mind if I just looked around? No, no, be my guest. Okay, mehr nicht. Okay. Was mit dir? Was sagst du dazu? Yeah? Largo LeGrand will never bother you again. Yeah. I heard Marty stuck a bunch of pins in his underwear or something. Drove him right out of town. No, it was me. You? What were you doing with Largo's underwear? Well, no, never mind. I'd like to look around a bit. Sure thing. Okay, auch nichts Neues. Yeah? I'd like to look around a bit. Sure thing. Okay. Lass mich ran, ich kann immer noch nichts nehmen. It says Woody. That's me. Ja, kann ich immer noch nicht. Okay. Gut, da... ich allerdings jetzt Largo losgeworden bin, kann ich ja zum Dread gehen. Ach nein, shit. Dread braucht immer noch das Auge. Fuck. Hab ich gar nicht dran gedacht. Wir reden mal mit ihm. Mal gucken. Weil wir 3 Stunden zum Hausboot latschen. Weil gerade Strecken ist ja zu einfach. Man muss ja zickzack haben. It's me again. So I see. What can I do for you this time, on? Why can't I charter your ship? Like I said before, man. I lost my lucky eye that has seen the world sailing necklace. Okay, braucht die Halskette. Gut. I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Eine Halskette. Dann bleibt quasi noch der erste Teil der Karte. Quasi an dem Würstchen-Ding. Das könnten wir noch probieren. Also nach da. Jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Ja, Affeninsel rüber. Vollkommen korrekt. Du dich schwör, wie jeder Darus Emotes hat. Unfassbar. Mindestens hast du nicht die scheiß Ente gepostet. So, wie komme ich hier rein? Looks closed. This door appears to be locked. Schlüssel dafür, mein Eins. Wrap Scallion's Steamin' Weenie Hut. Place order here. Okay, wie kriege ich diese Tür auf? Ja, genau die Ente, genau die. I can't dig that, Daddy. Schlüssel. Oder mit Nadeln vielleicht das Schloss so aufknacken? I don't think I should pin that. Ein Messer? My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Looks closed. Nice. Okay. Und jetzt? Ich hab so keine Ahnung. Ist schon okay, schon so. Es wundert mich nur, dass ich im Moment Darus Emotes fast überall sehe. Wo könnten wir denn diese fucking Augen herkriegen? Hm.
Der ist cool deswegen. Ah, jetzt drum. Okay, Augen, Augen, Augen. Hier nicht. Boah, scheiße, ich hab keine Ahnung. Lass mal mit den unmotivierten Piraten sprechen. Ja, die sind immer noch am Pennen. Yo! Okay. Was für Augen. Ich suche die komische Halskette für Dread. Oder alternativen Weg, um in die Würstchenbude zu kommen. Ich meine, Lago ist nicht mehr hier, ne? Nö. Sollte zumindest nicht. Ne, richtig, Lago ist weg. Dann kann ich vielleicht das Zimmer haben. Ach, nicht nehmen. I don't want to steal his bell. I feel bad enough setting his alligator free. Ja, der kommt nicht wieder. Okay. Ich brauche entweder einen Schlüssel oder Hallo. Ich bin gerade super lost. Ich sollte versuchen, ein Schiff zu chartern. Gut zu wissen, dass die Help-Funktion trotzdem drin ist. Und sie nirgendwo einfach dokumentiert ist. So ein Witz. Okay. Weil Dread sagt mir, Trollolol, du kannst nicht runter, also ich kann kein Schiff beim chartern, weil Talisman Dingenskirchen, was quasi eine Kette ist. So ein bisschen vage umschrieben. Fahren wir nochmal. It's me again. So I see. What can I do for you this time on? Why can't I charter your ship? Like I said before, man, I lost my lucky eye that has seen the world sailing necklace. Soweit ich weiß, gibt es keine Taste, die dir quasi alles zeigt, was anklickbar ist. Nicht in Monkey Island. I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Also nicht, dass ich wüsste. Das ist speichern. Wird das die alte Version? Nope. Gibt's nicht. Wo könnte ich die Halskette herkriegen? Vielleicht aus dem Sumpf? Ja, meine Antwort auf alles sind immer die blöden Gläser im Sumpf, ich weiß. Das ist gerade mein bester Shot. Alte und neue Version des F1. Also hier ist es F1 und im Secret of Monkey Island, also in Monkey Island 1, war es F10. Steht aber auch in den Optionen. D-
Das Ding ist halt, ich glaube, ich habe noch Farben, richtig? Das heißt, ich könnte wahrscheinlich die Kette selber machen. Ich habe noch Farben. In der ersten meinst du die CD-Version, oder? Nee, es gibt quasi Secret of Monkey Island Special Edition, was Monkey Island 1 ist. Und das hier ist Monkey Island 2 Special Edition LeChuck's Revenge. Früchte-Cocktail, Spindelung, goldene Zunge. Die man anlädt, ne? Okay. Oh, der Mojo, Stinktierzeichen, Asche zu leben. Katzenentwurmer, hier ist gar nichts. Cool. Looks like bound editions of Voodoo Quarterly. Gläser setzt damit Augen gleich. Nein, aber vielleicht wäre in irgendeinem Glas irgendwie so Auge, das alles gesehen hat. Und dann hätte ich eine Halskette selber machen können mit dem Faden, den ich noch hatte. Aber das ist leider Gottes nicht der Fall gewesen. Ich habe halt keine Ahnung, wer eine Halskette haben soll. Absolut null. Maybe hier einer am Strand? Habt die Jungs vielleicht irgendwo eine Halskette gesehen? Ich glaube zwar nicht dran, aber hey, jetzt drei das. Ich meine, ich könnte auch hier rein, weil hier ist halt diese heiße Würstchen-Taverne, wo ich wahrscheinlich einen Teil der Karte finde zu Big Whoop. Also einen Teil. Aber da ist er zu, da habe ich auch keinen Schlüssel für. He's back! I told ye, we don't have any marshmallows. Well, you guys can stop worrying about Largo. He's history. Oh, really? He must have finally got that nasty letter I wrote. You sure can write a mean letter, Fink. Ja, nur Piratenlieder. Goddammit. Do you guys know any more piratey songs? Sorry, Mr. Sensitive. Fuck. The only other songs I know are dirty ones about Governor Marley. Me too. Okay. Well, I'll see you salty dogs later. Ihr habt nichts. Steamin' Weenies, 20 feet. I can't pick that up. Hmm. It's little, mean-looking and ugly, just like Largo. Kann ich nicht einfach die Voodoo-Puppe auseinandernehmen, so die Augen rausschneiden, die hier auffädeln? I think Largo's out of voodoo range by now. God damn it. Wo könnte ich denn diese blöde Halskette finden? Ist hier irgendwas, wo ich vielleicht noch nicht war? Manchmal muss man auf dieser Welt stehlen, um an das Richtige zu kommen. Wait a second. Da möchte man nicht... Hallo. Gang, I've lost my monocle again. That doesn't seem to work. I can't believe somebody would steal it. I'd go for help, but I'm afraid to walk around like this. Es macht Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Das Auge, was quasi die Welt gesehen hat, ist quasi das Mononokel, was die ganze Welt gesehen hat, weil es die Karten gesehen hat. Wirklich? Warum habe ich ihm nochmal das Mononokel zurückgegeben? Gucken wir mal, ist das Mononokel der Talisman, den du suchst?
Das würde mich hart wundern, aber vielleicht ist er jetzt so pseudoblind. It's me again. So I see. What can I do for you this time, man? Why can't I charter your ship? Like I said before, man, I lost my lucky eye that has seen the world sailing necklace. I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Everything looks all blurry. What? Muss ich ihm das geben? Would you like my monocle? Thanks, man. This'll do just fine for my lucky sailing necklace. What can I do for ya? Das ist weird. Das ist super weird. I need to charter a ship. You're in luck, my friend. Rumor has it that Lago's been run off the island. So I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces of eight. Actually, I do have that much. Well, man, consider my ship chartered. Great. Where's your ship? You're standing in it, man. Yikes. Okay. Das war das Lago-Embargo. Jetzt kommen die vier Kartenteile. Cool. Deep in the Caribbean, hidden by an endless storm, lies LeChuck's Fortress. So, when are we gonna resurrect the old bloated fool? Oops. I'll ignore that comment just this one time, Largo. Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. It's Threepwood, and I found him on Scab Island. Very good. No one gets the upper hand on LeChuck without getting what he deserves. I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this to you. Do not fail me. Never, your voodoo lordship. Aye. Guybrush Threepwood is finished. I need you to start building me a very special doll. With pleasure. I'm okay. Off to find Bigwup. Komm her, das ist das Vogelfutter. Das ist Vogelfutter. Sieht sehr gemütlich aus, muss ich ja gestehen. Welcome to the Jolly Roster. Where do you want to go? Was sind meine Möglichkeiten? What are my choices? I only know how to get to Tree Islands, man. What are they? There's where we just came from, Scab Island. The only island where pirates are free to be pirates. Then there's Booty Island. The festive French Mardi Gras party all the time island. It's run by one of the most respected and loved governors around. Governor Elaine Marley. Elaine? And last, there is Fat Island. A fascist dictatorship run by an overbloated pig named Governor Fat. Here, take this easy-to-read reference map, courtesy of Dread Tours. You can use it to show me where you want to go.